So, da bin ich wieder, der ME-Künstler hoch 12. Ja, ich habe jetzt meine Kristalle fertig. Leute, ich bin nach 11 Sekunden auf Pause gegangen. Eieiei, habt ihr das Fluchen ja gar nicht mitbekommen von mir. Seid froh, seid froh. Ach Gott, Mensch, es läuft die Aufnahme nicht richtig. Also folgendes, ich hatte meine Kristalle bekommen. Jetzt muss ich mal schauen, was ich alles gemacht habe in der Zeit. Wieso wie in Pause? Dann habe ich mir dieses Teil hier gebaut. Das war dieser ME-Controller. Die Fluxkristalle, das hatte ich ja hier in der einen, in dieser einen Werkbank vorbereitet. Da liegt das Eisen noch drin. Hier drin. Und dann habe ich den hier angeschlossen. Der leuchtet schön. Festgestellt habe ich, dass dann jetzt hier plötzlich mein. Ach, jetzt kommt wieder Energie. Vorhin war alles auf Null. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Ob das hier gespeichert wird. Ich kann es euch echt nicht sagen. Und ob mir das ausreicht, nicht, dass meine Items verschwinden. Dann hatte ich diesen ME-Controller gebaut. Der war ja auch in der Quest vorhanden. Ihr seht ja, ich bin gar nicht weit gekommen. Da habe ich mich gerade drüber aufgeregt. Hab ich gesagt, Mensch, mit die Vote-Eier so schnell. Und ich musste hier diese Konstruktionsprozessoren machen. Ich kann mir das einfach nicht merken. Ich bin zu doof dafür. Ich muss mir wahrscheinlich einen Hilfszettel hinlegen und so weiter. Und jetzt bin ich drüber, eben diese ME-Fertigungskonsole zu bauen. Auch die wäre mit Vote-Eiern super schnell da. Dazu habe ich bereits, ich habe, ne, wieder, ich habe, einen Kalkulationsprozessor gebaut, eine Werkbank und jetzt bin ich eben drüber, diese ME-Konsole zu bauen. Dazu hatte ich einen Logistikprozessor gebaut und jetzt brauche ich, also den, das, ich brauche erstmal diesen Formationskern, da brauche ich noch zwei so Logistikprozessoren. Da war ich jetzt gerade drüber und da habe ich mal auf mein Aufnahmeprogramm geschaut und gedacht, oh, da stimmt nicht was. So, die beiden habe ich jetzt da. Jetzt schauen wir mal, ob ich das noch check. Also hier, also das scheint so wirklich, das habe ich glaube ich jetzt langsam begriffen. Betonung liegt auf langsam. So. Die brauche ich jetzt wo? Ich bin so blöd. Ich bin so. Formationskern, Fluidstaub und geladener Certus. Und so dasselbe Formationskern. Ach da. Nederquarz geht auch. Was? Nederquarz geht auch. Einfach Nederquarz. Und Certus? Na, das ist ja billig. Nederquarz habe ich jetzt gar keinen Star, aber oben habe ich en masse in Produktion. Nach einem ausgiebigen Schlaf natürlich nur. Mich würde es mal interessieren, wie ihr die Videos anschaut. Ihr schaut garantiert auch bloß da, wo es für euch möglich, ach komm her, für euch interessant ist, dann spult davor. Ich glaube, ihr hört mein ganzes Labern eigentlich gar nicht. So, pass mal auf. Also ich brauche hier das hier, ein Stäubchen. Also habe ich da noch ein Stück Flugskern? Ihr wisst ihr was? Die kriege ich gleich mal hier. Und schon ist Platz im Inventar. Stäubchen brauche ich. So, dann legen wir da mal jede Menge Staub rein. Ach, da macht er gleich zwei, das ist prima. Und Quarz, da macht er mal auch zwei. Auch gut. So. Wir sind noch lange nicht so weit, glaube ich. Genau, ich brauche nämlich noch eine. Also der Orange links oben. Der Orange links oben, rechts unten. Der kommt da rein. So, und jetzt brauche ich noch ein Leuchtfeld. Glowstone-Staub und Quarzglas. Quarzglas brauche ich auch. Okay. Dann nehme ich das mit nach unten. Quarzglas, also. Das waren drei Quarzglas. Den Rest habe ich wie immer vergessen. Hallo? Zwei, ein Eisen, ein Redstone. Ein Redstone. Hat jemand mein Eisen in die Kiste gelegt, ja? So. Hey, ich habe ein Leuchtfeld. Und jetzt kann ich hier endlich eine ME-Konsole bauen. So, und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig mache.
Warte mal, wieso ist denn das eigentlich? Das tue ich mal weg. Das lege ich jetzt mal nach unten. Ich weiß ja, wie ich das anschließen muss. Na super. Na super. Okay, ich kann reinschauen. Aber wieso ist denn das so grau? Wieso ist denn das so blöd? Wieso schaut es so blöd aus? Bei anderen schaut es besser aus. Wie baue ich das ab mit der Pickaxe? Und wenn ich jetzt hier ein Kabel anschließe, das will er zumindest schon mal. Und wieso ist das verkehrt rum? Leute! So rum schaut es bei anderen aus immer. Und wenn ich jetzt Shift-Klick mache. Hä? Mann, wie bringe ich das jetzt hier fest? Hilfe! Ich schaue mal im Internet nach. Halt, stopp, ich schaue jetzt nicht im Internet nach. Wo bin ich denn in der Statistik? 315. Ich habe doch diese Kabel gemacht, diese ME-Kabel. Ich brauche garantiert hundertprozentig so ein ME-Kabel, das ich dann hier anschließen muss. Und dann, ja! Gott, ich bin doch nicht so dumm, wie ich ausschaue. Und das ist jetzt auch hell. Schau doch mal, wie schön das ausschaut. Das sieht dummer wegen Erde rein. Ich kann keine Erde reinmachen. Ich kann keine Erde reinmachen. Hey, ich habe das gemacht. Wieso? Hallo, mein Erfolg? Mein Erfolg? ME-Konsole. ME-Fertigungskonsole. Was ist denn das jetzt? Der Unterschied wieder. Wo ist jetzt der Unterschied? Ach so, ach, deswegen habe ich das so vorbereitet. Ah ja, wartet mal. Hier. ME-Konsole. Genau, die musste ich hier bauen. Jetzt habe ich eine Fertigungskonsole. Ah, jetzt kommt der Erfolg. Eine viel größere Bank. Ja, mein Kabel ist kaputt gegangen. Wie ist denn mein Kabel kaputt gegangen? Tada! Was? Missing? Was? Missing? Och, jetzt habe ich das, wie es im Fernsehen ist, wollte ich sagen. Wie es in YouTube-Videos ist. Sortieren. Oh, was falsch gemacht? Nach Dynamik, Ansicht, gespeichert, herstellbar. Suchleistenmodus. Okay. Konsolenstil. Fertigungsstatus. Was haben wir da hier schon wieder? Der macht wohl automatisches Zeug auch. Ach, das schaut ja gut aus. So, kann ich jetzt was reinlegen? Kann man noch nichts reinlegen? Weil wahrscheinlich. Was ist das? Autocrafting, das mache ich jetzt nicht. Ich brauche hier erstmal eine Speicherzelle. Okay. Dann mache ich mir. Eigentlich egal, was ich mache. Das muss ich sowieso machen. Logistik. Okay, Logistik. Hier habe ich gecheckt. Das da rein. Ne, wisst ihr was, Leute? Mache ich das jetzt automatisch? Ich mache das hinterher automatisch. Ich will jetzt hier einmal schauen, ob ich da was in mein System hier reinbringe. Redstone. So, falls die Festplatte halt hier. Also. Ein Ding. Vier Zertus, vier Dinge, vier Redstone. Okay, da muss ich ja Redstone holen. Und das waren, diese müssten auch gehen. Genau, jetzt habe ich ein MK. Das brauche ich jetzt dann. Kann man hier eigentlich, wie heißt denn das? Disk heißt das, oder? Sehe ich die hier auch hier, genau. Kreativ. Das wäre natürlich super. Kreativ. Ein MKE Speicherzelle. Quarzglas, Redstone, Eisen. Eisen. Redstone. Ich habe mir, glaube ich, das Rezept gemerkt, Leute. Ich habe mir das Rezept gemerkt. Ja. Ich habe eine 1 MK Speicherzelle 1024 bei. Ich traue mir das gar nicht hier. Ne, das muss da unten rein, gell? Warum? Das muss hier rein. Priorität. Das check ich noch nicht. Ach so, pass mal auf. Die ist ja jetzt grün.
Es ist ja klasse. So, und wenn ich jetzt. Aha, okay. Und wenn ich jetzt sagen wir, ich möchte eine Werkbank bauen. Kein aktiver Fertigungsauftrag. Okay. Also, wie ist denn das, wenn ich das jetzt abbaue? Ist das in meiner Konsole drin? Bleibt es drin? Das checke ich jetzt direkt und sage, bauen wir die Konsole hier auf. Na, hier geht es nicht. Doch. Okay, das bleibt auf jeden Fall drin. Ich traue mich das gar nicht alles reinzuwerfen. Ich bin echt momentan überfordert. Und hier unten schreibt er mir 23 von 23 und zwei Typen. Zwei Typen, das stimmt. Aber 23 stimmt nicht, Junge. Du hast du einen Rechenfehler. 23, ach, Bytes. Ah, okay. Nicht zu viele in das Inventar nehmen, um Probleme zu verhindern. Nicht zu viele in das Inventar nehmen. Steht auch, wie viel der hat? Nee. Gut, ich glaube, das ist meine erste ME-Konsole. Ich bin auch so unsicher mit dem ganzen Zeug. Und jetzt brauche ich auch noch so eine Flüssigkeits-Storage. Ich weiß nicht, wie was die ist. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal so einen Kern und Lapis, wenn ich das jetzt auf die Schnelle gesehen habe. Den bereite ich mir jetzt mal vor. Ich mache derzeit Pause, weil sonst dauert es ja. Oder mache ich keine Pause? Komm, drauf. Hier rein. Redstone. Ich muss eh nochmal hoch wegen Redstone. Geht es so rum auch? Das geht so rum auch. Ist also egal. Dann hole ich schnell mal Redstone. Und Lapislapis. Geht da runter. So, gemerkt habe ich es mir natürlich wieder nicht. Ich brauche diesen Flüssigkeitsfluid. Das hier brauche ich. Also ich muss erstmal den Kern herstellen. Das habe ich gemacht. Und dann diesen. Ach, seht ihr mal, das geht auch mit Klick, Klick, Klick viel schneller. Geht es jetzt hier auch in die Konsole? Da mache ich das mal daneben. Ach, ich baue das jetzt wieder um, aber das schaut blöd aus. Nee, ich lasse es da. Wo ist jetzt meine Flüssigkeit? Wie kann ich denn das testen? Wie bringe ich dort Flüssigkeit rein? Flüssigkeit sortieren, Ansicht gespeichert, Sortierreihenfolge, Suchleiter, Konsolenstil, hohe zentrierte Konsole. Ach, da kann ich ein bisschen. Ja, das stört mich eigentlich nicht. Die Flüssigkeit, ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich die da reinbringe. Muss ich wahrscheinlich irgendwas anschließen? Da muss ich mal schauen, da habe ich echt keinen Plan. So, da gibt es größere Festplatten. Die brauchen drei so Teile und einen Kalkulationsprozess. Ich gehe gleich mal durch, vielleicht ist da was dabei, was ich direkt machen kann. Schau mal, wie billig die sind, wenn ich die so mache. Wahnsinn. Nee, aber ich mache das Original. Und 64er Platten. Ui. Ui, 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 ui. Das heißt, ich brauche hier reine Zeruskristalle brauche ich. Ohne Ende. Ohne Ende. Jetzt habe ich da oben noch Schablonen. Was ist denn das hier? Autocrafting. Molekularassembler. ME-Schnittstelle habe ich doch auch schon rausgelegt. Und diesen. Warte mal hier. Die kann ich doch gleich bauen. Warte mal, Moment. Das kann ich doch bauen. Das kann ich bauen. Das mache ich schnell noch. Hier rein. Wie das heißt, Molekular Assembler. Was brauche ich hierfür? Eine Werkbank und Formationskerne. Die Kerne. Ich merke mir das nicht. Die habe ich hier. Ach, da fehlt nur eine Werkbank, komm her auf. Achso, das Holz habe ich ja jetzt hier drin. Ha, da muss ich mich, glaube ich, dran gewöhnen. Und hier kann ich auch craften. Und ich lege jetzt mal das Knochenmehl noch da rein. Weil ich gerade Lust drauf habe. Und den Ton. Also ich glaube, ich werde mich einmal an dieses System gewöhnt habe, dann. Läuft es irgendwie. Was molekular? Okay, das habe ich jetzt gebaut. Ich weiß zwar noch nicht, für was das ist. Und das andere war noch ME-Schnittstelle. Da
brauche ich nochmal diese Kernchen hier, da brauche ich nochmal Logik. Also, wisst ihr was, die Logik wird oft gebraucht. Ich baue mir jetzt hier ein reines, ja, ich sage mal, Kisten-Automatisierungs-Gedöns hierher, damit ich mal hier ein bisschen schneller arbeiten kann, beziehungsweise damit das automatisch geht. Ich melde mich gleich wieder. Hey, da bin ich wieder. So, eine kleine Automation hier eingeführt. Ich habe mein Zeug immer noch in Kissen gelagert, weil ich den ME einfach noch nicht traue, weil was mache ich, wenn der Strom weg ist und so. Ich weiß, bin da wegen ängstlich. Folgendes, da hinten habe ich meine Kisten, hier kommt Silizium rein, ganz normal, außer die Kiste. Das wird quasi hier automatisch ausgeworfen und von hier dann automatisch hier rein. Und ich brauche mir quasi dann nur aus der Kiste hier unten, wo ich jetzt mittlerweile alles sammle. Ich sehe gerade, da ist noch ein kleiner Fehler hier drin. Achso, ich habe keine Zerdusquarze reingelegt. Ich habe quasi eine Sammelkiste für alles, für alle hergestellten Kalkulationsschaltkreise gemacht. Und eine Kiste eben für Silizium. Wie gesagt, das läuft hier oben rein, Silizium. Wird gepresst, kommt hier rein, wird hier rausgetragen, kommt hier rein und ich nehme dann einfach aus der Kiste jetzt zum Beispiel, was weiß ich, machen wir mal 4 Logistikdrucker. Das muss ich leider noch mit der manuell machen. Ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt da reinlege, trägt er mir das irgendwo hin? Oder sammelt er das? Okay, da brauche ich eine Geschwindigkeitskarte, sehe ich. Da habe ich 2, dann kommst du mal raus und hier mal eine rein. Da baue ich mir eh noch welche. Also die wären quasi stackbar. Das ist prima. Und hier muss ich mir dann noch einfallen lassen, wie ich quasi noch einen Extract Point mache, der dann da reingeht. Lass mich mal kurz überlegen. Der geht auf grün hier raus. Der extractet es hier rein. Der hier extractet aber schon. Warte mal, das Blaue macht eigentlich gar nichts. Das geht gar nichts. Jawohl. Dann kann ich mir noch schnell eine Kiste bauen. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Die setze ich daher. Und da sage ich jetzt, jetzt komme ich da nicht runter, ne? Irre. Nimm halt die Axt. Ja, ich weiß. Ich sage den jetzt hier. Pass auf, du extractest das auf. Welche Farbe habe ich noch nicht? Ich nehme mal Türkis. Und hier lasse ich. Ne, oben muss ich extracten auf Türkis. Entschuldigung. Und hier unten sage ich Insert Türkis. Dann müsste es jetzt eigentlich dann bei Gelegenheit, wenn ich es hier oben wieder einschalte. Nicht Insert, sondern Exert. Jetzt. Okay, dann habe ich dann schon. Das waren die. Der Fehler, weil ich ja hier auf grün bin. Also kein Problem. Aber ich gehe blau raus und gehe blau rein. Und das Extracten hier kann ich auch wieder vergessen. Jetzt müsste sich eigentlich Türkis, gehe raus. Insert Türkis. Always aktiv. So, jetzt müsste sich es aber sammeln dann. Es geht auch kein Silizium mehr rein. Was habe ich jetzt verbockt hier? Ich muss ja hier Insert grün machen. So, gehen wir durch. Always aktiv. Jetzt geht er trotzdem da rein. Wieso geht denn der da rein? Moment. So nicht, Freunde. So nicht. Also gut. Du gehst mit grün. Also du gehst jetzt hier erst einmal sowieso ganz weg. So, von oben kommt runter Türkis. Ich habe nirgendwo Türkis, ne? Ne, von oben geht Türkis runter und hier geht Türkis rein. Extracten möchte ich hier nicht. Und hier geht grün da rein. So, das müsste jetzt eigentlich passen. Genau, aber der schmeißt mir die nicht raus. Wieso schmeißt denn der mir die nicht raus? Türkis. Never active, always active. Und always active. Aber jetzt hier. Dann macht der Wirt das. Wieso spuckt der mir? Der Depp.
Du sollst grün reinlassen. Das ist grün. Du darfst grün extracten, hier reinwerfen. Und nicht da rein. Ist denn der bescheuert? Da ist doch ein Pfeil. Insert blau. Ich gehe mal kurz Probleme lösen. So, da bin ich wieder. Also ich keine Ahnung, wo der Denkfehler liegt. Ich habe jetzt mehrere Varianten ausprobiert. Ich kriege das Zeug aus dem hier nicht raus, weil ich vermute, dass der hier zu lange braucht mit der Produktion, weil der unten reinfällt. Quasi der kommt ja von unten rein. Jetzt habe ich schon zwei Karten raus. Ich habe es auch mit drei probiert. Es wird nicht schneller. Ich bekomme diesen Logistikprozessor zum Ende nicht raus. Aber das ist mir jetzt eigentlich auch egal, weil ich muss ja sowieso immer manuell nachlegen. Ich muss hier das nehmen und muss es dann manuell quasi da reinlegen. Es ist egal, was ich jetzt mache. Ich muss das immer manuell reinlegen. Ich habe hier noch keine andere Lösung gefunden. Und wie schon gesagt, das hier bringe ich nicht raus. Kann ich machen, was ich will. Gut, da habe ich mich natürlich ablenken lassen. Kurz Pause gedrückt, habe ich mich ablenken lassen mit dem ganzen Kalkulationsgedöns hier, dass ich eigentlich vergessen habe, was ich machen wollte. Nämlich dieses Autocrafting-Teil. Und dazu brauche ich nämlich da wieder diese beiden Kerne. Das liegt ja noch Material hier genug. Das heißt, ich brauche einmal, ich mache gleich mal ein bisschen mehr. Und vom anderen brauche ich diesen ganz normalen Kristall. Und dann mache ich auch 6 Stück. Dann habe ich mal beide hier voll und kann endlich diesen DME-Schnittstelle. Was ist denn das jetzt wieder hier? Das ist ja wieder was anderes. Moment, Moment, Moment. So weit sind wir noch nicht. Das Teil brauche ich hier erst einmal. 2 Eisen, ganz normales Glas. 4 Eisen und normales Glas. Ich habe jetzt ein bisschen. Ich traue mich, wie gesagt, das noch nicht ins ME-System zu legen. Ja, ich gehe daher und muss das hier bauen. Eine. So. Was macht denn die Schnittstelle bitte? ME-Schablonenkonsole, Fertigungsmonitor, Schnittstellenkonsole, Fertigungsspeicher. Schablonenkonsole. Was macht eine Schablonenkonsole? Da brauche ich wieder so eine Fertigungskonsole. Ihr seid irre. Das war ein Riesenaufwand, die herzustellen. Was macht der Fertigungsmonitor? Da brauche ich eine Fertigungseinheit. Wenn ich wüsste, was das Zeug macht, Leute. Wenn ich wüsste, was das macht. Ich brauche den anderen dazu, glaube ich. Dieses Teil. So, ich baue das wieder mal ab. Stell das da rein. Mein Zeug ist noch drin. Ja, mein Zeug ist noch drin. So, und jetzt habe ich hier. Ach, habe ich mir Kristalle gemacht in letzter Zeit? Nee. Aber lass mich mal kurz schauen. Oh, doch, ich habe doch welche reingeworfen. Wo sind die? Oh Gott, habe ich die jetzt vergessen? Schnell mal meinen Ring anziehen. Ah, hier, okay, alles gut. Was macht jetzt dieses Teil? Er sagt ja, ich soll die beiden provide with patterns and it will autocraft items when requested with patterns. Ach Mensch. Ich lege das jetzt mal hier hin. Oh, das kann ich direkt draufstellen. Oh, es leuchtet auch schön. So, Molecular Assembler. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Zeigt, nee, ich baue das mal wieder ab und stelle es mal hier hin, irgendwo, wo ich es nicht vergesse. Was ich da machen soll. Kann ich das? Oder wisst ihr mal? Ich mach mal das, baue das mal ab und schließe es einmal da an.
Ändert sich auch nichts. Ich weiß nicht, für was das ist. Oh Mann, 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 Mann. Gut. Questbuch fast abgearbeitet. Oh, sind das die Patterns? Was sind denn die Patterns? Was ist ein Fertigungsspeicher? Also ich glaube, ich werde jetzt noch die beiden Teile hier bauen. Ich schaue gleich mal da rein. Da brauche ich auch wieder so ein dunkles Leuchtfeld. Oh, Mann, 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 Mann. Und hier brauche ich eine Fertigungskonsole. Die baue ich mir jetzt mal offline, die ganzen Dinger, weil mir das hier zu doof ist. Okay? Einverstanden? Einverstanden. Leute, tut mir leid, ich bin da unten. Und ich wollte es jetzt mit den Eiern machen, ich mache das aber nicht. Hey, seht ihr mal, was da los ist? Ist das nicht irre? Die spawnen einfach nicht. Ich muss jetzt hier echt mal ein paar Zombies schlachten. Entweder ich muss den Block hier oben ganz zumachen. Ich habe jetzt gewundert, was ist denn das für ein Rauschen? Das klingt so komisch. Wahnsinn. Warte mal her, was da rausgekommen ist jetzt. Eieieiei. Hallo, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Vielleicht behältst du deinen Müll selber. Aber ich werde jetzt da oben einen Holzblock reinsetzen, weil ich glaube, das mit den Mini-Zombies. Oh, weh, weh, weh. Du sollst da oben alles fressen. Oh Gott, ich kann das jetzt zumachen. Oh ja, jetzt habe ich was angestellt. Zumachen. So. Jetzt muss ich die hier unten noch schnell schlachten. Tut mir leid. War zwar jetzt gar nicht vorgesehen, aber ich mache das jetzt mal schnell und räume auf. Und was habe ich denn an Blut? 1,5. Dann mache ich noch schnell einen Stein. Ich habe gar keinen Platz. Also das Monstergedöns ist schon nervig, ne? Was kam jetzt noch raus? Ich nehme mal das noch weg. Okay. Und einen Stein mache ich noch schnell, wenn ich schon mal da bin. Dann nutze ich mir das Blut gar aus, bevor es verschwindet. Weil das verdampft nämlich irgendwann mal und es ist weg. Das wollen wir ja nicht. Also kurzer Abstieg, Abstecher nach Blatt. So. Okay, ich habe mir Material geholt. Ich baue jetzt trotzdem schnell die zwei Sachen gar fertig. Bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Also, ich muss mir jetzt quasi die beiden Teile bauen. Hier die ME-Schablone. Dazu brauche ich einmal eine Fertigungskonsole und eine Konstruktion. Fertigungskonsole geht so. Also habe ich mir hier eine ME-Konsole gebaut. Die brauche ich dann hier drin, um mir eine Fertigungskonsole zu bauen. Und gleichzeitig brauche ich einen Konstruktionsprozessor. Dann habe ich diesen ME-Schablonenkreis. Und das nächste ist quasi, da brauche ich ein Leuchtfeld. Wir hatten ja vorhin drei Stück gemacht. Eine ME-Schnittstelle, die habe ich mir reingelegt. Die kommt dann hier rein. Das Leuchtfeld von vorhin und ein Konstruktionsprozessor. Und dann habe ich meine Schalltafel. So. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich damit machen soll. Ich schließe die jetzt auch mal hier mit Kabel an. Kabel. Und vor allem, ich mache das jetzt einfach mal so, ich keine Ahnung. Und ich lege die beiden mal hier drauf. Okay, da ist zumindest weiß. Das scheint irgendwie zu funktionieren. Was ist denn da jetzt los? Oh, was Neues. Ah. Ist das jetzt das Bessere? Seht, da sehe ich hier auch meine Items. Da sehe ich meine Items. Was ist denn hier besser? Ore Dict Subset verbietet substituierte Eingangskomponenten. Schablone kodieren. Das glaube ich brauche ich aber nicht, oder? Und Molekular Assembler, da weiß ich jetzt echt nicht, was ich damit anfangen soll.
Da kann ich euch echt nicht sagen, das ist mir völlig unbekannt. Da liegt auch nichts drin. Kann auch nichts reinlegen. Und hier, der wie gesagt hat, das weiß ich auch nicht. Die zwei Maschinen da kenne ich auch nicht aus. Da hinten alles abgearbeitet, bis auf diesen Fertigungsmonitor. Da brauche ich über den Speichermonitor. Komm, Fertigungseinheit. Fertigungseinheit, die macht dann wahrscheinlich automatisch irgendwas. Ich lege mir das mal raus und schau mal, was der noch braucht. Der braucht einen ME-Speichermonitor, das ist ja wieder was anderes. Füllstandsermittler, Leuchtfeld. Leuchtfeld war, glaube ich, mit Glowstone und so. Okay, die baue ich jetzt auch schnell. Ist mal was, ich traue mich jetzt einfach mal, das alles ins ME zu legen. Ich traue mich jetzt einfach mal Eisen noch. Habe ich da? Redstone habe ich keins. Ja, ein bisschen hier klauen. So, ich schmeiße das jetzt einfach mal da rein. So, und dann soll ich bauen. Warte mal, Moment, wie heißt es? ME-Speichermonitor, das heißt. Achso, das kann ich ja hier nicht eingeben, das Rezept, ne? Würde mehr nicht finden. Und hier, wenn ich es eingebe, ME, wie findet denn ihr das? Oder reagiert die auf das NEI? Apply. Ach Mensch. Apple. Hä? Okay. Dann schreiben ME minus. Fertigungseinheit. ME-Speichermonitor. Plus kann ich machen. Aber er hat es nicht gemacht. Okay. Weil mir wahrscheinlich was fehlt, oder wie? Die Anti-2-Kerne. Das heißt, ich mache jetzt das. Ah, der übernimmt das tatsächlich. Okay. It's a good idea. Achso, ich habe jetzt nichts mehr. Moment. Kein Zertusstaub mehr. Und kein Strom mehr. Pass mal auf, geh mal daher. Und du machst es mal da. Doch, ich habe doch Zertusstaub. Warte mal, der liegt doch da irgendwo rum, oder? Hier da vorne, genau. Außerdem hätte ich noch zwei da drin. So, dann schmeißen wir das jetzt noch da rein. Dann gehe ich nochmal auf Speichermonitor. Das kann ich nicht machen. Ich brauche diese Leuchtfelder. Das macht er auch nicht. Irgendwie schaffe ich das. Irgendwie. Wo ist denn jetzt mein Leuchtfeld? ME-Speichermonitor. So. Einmal Leuchtfeld. Da sagt er Quarzglas. Quarzglas habe ich nicht drin. Okay. Dann liegt das wahrscheinlich noch hier. Alles Gute. Zum Geburtstag. Da mache ich jetzt einmal. Ich mache mal 6 Stück. Keine Ahnung, ob ich die brauche. Jetzt kann ich sagen, Speichermonitor. Felder habe ich. Jetzt muss ich Füllstandsermittler machen. Kalkulationsprozesse und Redstone-Fackeln. Ah, ich finde es jetzt schon gut hier. Trotzdem. Und die Kalkulation. 2 Stück. Das kann ich dann garantiert auch direkt in das System irgendwie leiten. Oh, da geht wohl der Strom zur Neige. Was habe ich jetzt gemacht? So. Dann schmeißen die immer alles hier rein. Und da rein und da rein und hier rein. So, ich mache das jetzt auch einfach mal. Und jetzt soll er mit diesen Füllstandsermittler basteln. Jawohl. Da reinschmeißen. So machen sie mal alle in die Videos. Dann habe ich einen Speichermonitor. Was soll ich jetzt mit dem machen?
Ach so, und dann die Fertigungseinheit noch bauen. Da brauche ich Kalkulation, Logistik. Zwei Kalkulationen und eine Logistik. Also, dann machen wir da noch eins und da noch eins. Das kann ich ganz hier dann auch über die ME machen, wenn ich das. Oh, das ist aber langsam hier. So, das rein, das rein, das rein. Fertigungseinheit. Gehen wir es halt einmal hier ein. Fertigungseinheit. Fertigungsmonitor. Fertigungseinheit. Ach, das gefällt mir. Ich glaube, das behalte ich hier. Da, nimm das. Jetzt brauche ich einen Fertigungsmonitor. Ach so. Ja, das dürfte kein Problem sein. Und den kann ich manuell herstellen. Da brauche ich nicht mal das Rezept. Jetzt habe ich einen Fertigungsmonitor. Gut. Den schließe ich jetzt mal an. Ich gehe mal da ran. Warum habe ich da Strom? Ich habe gar keinen Strom, ne? Okay, ich kann da auch nichts sehen. Der verbindet sich auch nicht mit Strom, ne? Was mache ich jetzt damit? Der verbindet sich nicht mit Strom. Für was habe ich denn jetzt gemacht? Fertigungsmonat. Monitor All Crafting. Monitor All Crafting. Ne, der braucht ja dann trotzdem Strom, oder nicht? Hier. Der möchte keinen Strom. Ich kann da auch kein Kabel anstecken. Nee. Okay, wieder so eine Gerätschaft gebaut, wo ich keine Ahnung habe. Ich kann auch nicht reinschauen. Also das ist. Kann ich da vielleicht so eine Schablone hinbauen? Nee, ich habe ja gesagt, der nimmt ja keine Kabel an. Wenn ich das jetzt darauf mache, das ist falsch rum, also passt es auch nicht. Okay, hilft nur eins. Google ist dein Freund, aber das gefällt mir. Ich glaube, das lasse ich jetzt direkt hier drin. Weil anscheinend halt habe ich genug Speicher. Gott, mein erstes ME-System, Leute. Ich bin ja sowas von gehypt. 37 Minuten für das hier. Brauche noch eine Fertigungseinheit schon wieder. Und eine ME-Speicherkomponente. Okay, die baue ich mir jetzt auch gar. Ich geh jetzt einfach mal. Ich komme. Das Wichtige lasse ich nochmal hausen. Und das schmeiße ich jetzt mal alles da rein. Ich bin jetzt einfach mal so. Wahrscheinlich überlasse ich gerade an das System. So und so und so und das lasse ich mal hausen, das braucht keiner. Festplatte ist noch Platz, also mache ich den Rest auch gar. Gott, ich bin so nervös mit diesem ME. Gezeugs da. Ich tippe immer da oben drin, wenn ich raus bin. Ne? Ich muss nur SC drücken. Jetzt brauche ich eine Fertigungseinheit. Ja, das ist echt perfekt, ne? Das ist echt perfekt. Das geht ja viel schneller. Und ein. Das geht echt viel schneller. Ein KME. 1KME. Okay, das mache ich dann auch gleich hier in der Konsole. Okay, da fehlt was. Ah, Logistikprozessor. Ja, die muss ich mal schauen, wie ich das jetzt hier noch einbinde. Da gibt es garantiert auch irgendwelche Kabel, die das da reinleiten, oder? Ich mach jetzt mal. Was fehlt mir jetzt noch? Verdammt. Das goldene Händchen. Also mit der Automation bin ich auf jeden Fall erstmal zufrieden, weil dieses einzelne Hin- und Hergestecke, da würde ich ja wahnsinnig werden. So, das Teil habe ich jetzt noch. Und jetzt kann ich diesen Fertigungsspeicher, was auch immer das ist, herstellen. Den schließe ich jetzt mal. Braucht der Strom wahrscheinlich?
Mobbingstrom, den stelle ich mal da drauf. Oh, was hat er jetzt gemacht? Der hat sich verbunden. Ah, haha, komm, hör auf. Das sind ja zweimal dieselben. Okay. Was macht denn der Fertigungsstatus? Warte mal, den baue ich da mal wieder ab, weil ich nicht weiß, ob die sich jetzt miteinander verbinden müssen. Den stelle ich jetzt mal da hin. Okay. Keine Ahnung, was ich da jetzt gewonnen habe. Wahrscheinlich auch kein Freispiel, aber es ist egal. Die Sachen werde ich dann beim nächsten Mal machen. Ich muss mich ein bisschen einlesen in das ME-System. Und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt zum Beispiel oben zugreifen könnte. Müsste ich dann nur dieses ME-Kabel oder kann man da andere Kabel machen? ME? Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Verdecktes Kabel, dichtes Kabel, das ist wahrscheinlich schlaues Kabel. Und andere greifen doch immer mit WLAN zu oder mit irgend sowas drahtloser ME-Zugang. Drahtlos-Empfänger. Flux-Perle, alter Schwede. Ich glaube, da werde ich beim nächsten Mal schauen, aber das ist immer noch nicht das Teil, was ich suche, weil die haben so ein Ding in der Hand. Das muss ich wahrscheinlich, also ich schätze mal, das muss ich bauen hier. Ich lege mir das mal raus. Das muss ich dann auf die ME-Einheit setzen, vermutlich. Vermute ich jetzt einfach mal. Und dann, das andere heißt Wireless, ne? Das waren solche Teile. Wireless, das wird was anderes. Hä? Crafting. Da muss ich mal schauen, wie das geht. Aber da braucht man auch diese Fluxbälle, also scheint es schon. Das hier zu sein. Die Funktion, it need to be linked to ME Network via Security Terminal Keypoint. Ach Leute, das ist mir schon wieder alles zu hoch. Ich bin jetzt momentan ein bisschen hier, mir schwirrt wegen der Kopf. Schaut zwar alles mega einfach aus und ich würde wahrscheinlich meinen Kistensalat loswerden. Aber letztendlich fehlt mir auch dann mal ein Gebäude, wo ich das alles hier unterbringen kann. Und mit den Maschinen, die ich jetzt alle hergestellt habe, muss ich mich echt im Internet erkundigen. Das ist jetzt eine wahnsinnig lange Folge, wieder mit 42 Minuten. Viel Stress für mich, weil es wieder neu ist. Und ach, okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dann ist mein Kopf wieder klar und ich weiß, welche Maschine was macht und wie das mit den Kabeln funktioniert. Also, tschüssi.